Tony Fab Production. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Pyrostellas HD. Wir machen heute einen kleinen Böller-Vergleich von Pyro-Crackern, nämlich sind es alle drei ältere Packungen. Einmal sind es die China-Cracker Bärenstark, einmal die Dragonbanger und einmal die Pyro-Cracker Black Hat. So, die sind jetzt alle drei von Feistel Feuerwerk, sind jeweils immer 8 Stück drin, aber NEM steht leider keine drauf, aber da die älter sind, sind die auch ziemlich hart, wenn man hier drauf rumdrückt, und ich denke, die werden ziemlich gut. Dann sehen wir jetzt gleich beim Test. So, als erstes von den drei Pyro-Crackern testen wir die China-Cracker Bärenstark. Let's go! Machen wir mal auf hier. So sehen die ganzen Dinger aus, also ja, sind ziemlich hart. Machen wir erstmal einen. Die sind noch ganz schön gut. Noch ein. Also der war schon deutlich lauter. Einen machen wir noch, würde ich sagen. Genau. Also das war meiner Meinung nach bisher der beste. Machen wir weiter mit den nächsten. So, und alle, die gut aufgepasst haben, wissen jetzt, dass als nächstes die Dragonbanger kommen. Sind so aus, bisschen staubig. Aber schon ziemlich hart, auch in der Mitte. Und ich teste mir gleich mal einen. Schmeiß weiter vorne hin. Dann machen wir noch zwei zusammen, würde ich mal sagen. So, die piepsen auf jeden Fall ziemlich in den Ohren. Also es ist wie ein extrem lautes Klatschen. Und ich fand, die waren ziemlich gut. Jetzt kommen noch die dritten, nämlich die Black Hat. So sieht das Cover aus. Also ich finde das Cover eigentlich gar nicht so schlecht. Ziemlich geil. Jetzt sind wir das hier gerade mal. Genau. Machen wir hinten mal auf. Schönes Design. Mit dem Feistel-Logo außen noch. Und ja, die sind steinhart. Ohne Scheiß. Boah, die waren auf jeden Fall schon mal viel, viel lauter. Dann probieren wir gleich noch einen in der Luft. Verbrannt, Alter. Also die Teile, die Zündschnüre, die hört man ja nicht so, und da fliegen die Teile beim Brennen ab. Und jetzt ist mir gerade so eins in den Finger rein, aber probieren wir nochmal. Drauf, warte. Oh, das war ein leichter Verpuffer. Zünden wir das mal an. Alle an. Ein einziger hat nicht gezündet. So, das war's jetzt. Wir müssen nämlich abbrechen, weil es jetzt langsam anfängt zu regnen. Da ist auch schon eine riesen schwarze Wolke, und ja, das Wetter mag uns halt nicht so. Aber wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, und bis dann. Ciao.